Google. Hier ist mein Schätzchen. Ja, er ist neugierig. Er weiß genau, dass es für ihn ist, glaube ich. Ja, wie passend, wie passend. Ich habe gerade den Adventskalender ausgepackt. Also nicht den kompletten Kalender, die Nummer 1 natürlich. Dann hat es geklingelt. Ich musste schnell Schluss machen. Ich habe, wie gesagt, von der lieben Saskia, ich habe jetzt auch die Softbox angemacht. Ich glaube, das ist besser. Deswegen zeige ich euch das nochmal eben. Das ist in der Nummer 1 gewesen von der lieben Saskia. Dieser Pocket Letter, der mich sehr berührt. Sehr, sehr schön. Das war meine Nummer 1 aus meinem Adventskalender von der lieben Saskia. Und dann hat es geklingelt. Ich hatte gerade erwähnt, dass der Adventskalender noch nicht da ist von der lieben Nicole. Sie wollte den Mokli nämlich was schicken. Und da ist er. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken mal rein. Da sind scheinbar ein paar nette Sachen bei für Mokli. Oh mein Gott. So, also gucken wir jetzt. Der Mogli ist parat. Kriegt er sonst der arme Junge? Oh mein Gott. Wie süß ist das denn? Da quietscht nichts, aber es ist süß. Und diese Dinger liebe ich total. Ja, ihr seht Mogli auch. Er geiert schon. Bim, bim, ei, gucke mal. Oh, springt gleich auf den Tisch. Oh mein Gott. Ja, Mensch, die Bonnie macht, wir müssen es erst aufschneiden. Ich muss das mal schneiden, damit der Schatz das bekommt. Der kriegt hier gleich die Oberkrise. So, ich schneide das mal auf, weil der kleine Bursche ist ja hier ein bisschen ungeduldig. Aber Mami wollte es doch erstmal alles auspacken. Also, wir haben hier dieses süße Teil. Ich nehme an, das ist für Mowgli. Ich meine, ich finde sowas auch geil, ne? Aber das ist für Mowgli. Du wartest jetzt mal ein bisschen. Wollen wir mal gucken, was noch drin ist. Dann haben wir hier sowas. Ach, das ist. Ah, ein Spielzeug in Form eines Bartes. Wenn Mowgli das Teil im Mund hat, hat er also einen Bart. Guck. So Bescheid. Hat er sonst noch Schuh spielen. Aber er liebt es halt. Ne? Es ist so. Er ist einfach oberniedlich. Er mag spielen und er spielt unglaublich gern und wir spielen auch sehr viel. Und ja, er hat eine komplette große Eulenbox, die ist voll, da passt nichts mehr rein. Ich glaube, die Mami muss mal ein bisschen aussortieren, weil es ist schon sehr viel, was er hat. Also was finde ich auch immer geil, ne? Hier diese Dinger hier, die kein Mensch rauskriegt. Ja. Ich gebe ihn das mal, sonst wird er irre, der arme Kerl. Wir haben also hier diesen Bart. Ja, bitteschön. Und hier. Ja, los, nimm. So, Nicole, du darfst mal gucken. Da geht mir immer das Herz auf. Dieser Hund ist einfach, ah, der ist so, so, so ultra toll. Ein wunderbarer Hund. So, dann haben wir hier Kaustangen. Sehr, sehr gut. Ne? Hier Knochen. Och Mensch, du bist ja so süß. Dann haben wir hier Würstchen. Also das Paket ist rein für den Mogli. Sehr, sehr cool. Das freut mich sehr. Denn ja, Mowgli ist mein Schatz und ja, wer zu meinem Mowgli nett ist, hat bei mir gewonnen. Oi, was haben wir denn da Schönes? Oh mein Gott, ist die toll. Vor allem passt sie so gut ins Schlafzimmer, wo sein Bettchen steht. Oh mein Gott. Die ist ein bisschen fusselig hier. Ist halt so bei Fleece. Schaut mal, ist die nicht toll? Oh. Da freue ich mich ja. Die ist ja klasse. Die Farbe ist geil. Oh, Nicole, du kennst die Videos auf YouTube, ne? Du weißt, was mein Hund. Quatsch, auf YouTube. Auf Instagram. Du weißt, was mein Hund gerne macht mit Decken, gelle? Ohne Worte. Die wird bestimmt bald eingeweiht. Ui, die ist echt toll. Dann kann ich die anderen gleich mal in die Maschine schmeißen.
Und dann kann ich ihn die gleich schön ins Bettchen legen. Na, wo haben wir denn jetzt die Aufschrift? Na, sag mal, wird jetzt völlig bescheuert? Ah, hier, da, voll schön. Cool, eine neue Decke, guck. Kommt auch gleich. Decken findet er geil. Zeig mal, guck mal hier. Der hat gerade den Bart im Mund. Guck mal hier, nimm mal. Ah, der hatte gerade den Bart im Mund, lustig. Guck mal, Decke. Hast du eine neue Decke? Nee, Decke ist jetzt nicht. Der mag lieber immer abends rammeln. So. Ich habe ihn mal wieder hingelegt. Bitteschön. Oh, ja, den Bart findet er cool, Nicole, wie du siehst. Ein verrücktes Ding. So. Und dann haben wir hier einen Kalender. Ich glaube, das ist der, den wir schon haben. Den hat er jetzt zweimal. Macht aber gar nichts. Oh, mein Akku ist fast leer, zeigt mein Handy gerade. Das ist natürlich ungünstig. Ja, dann haben wir hier zweimal diesen Kalender für den Mowgli. Upsa, upa, das ist ja gar nicht noch eingepackt. Und natürlich dürfen wir denn da die Nummer 1 aufmachen. Moment. Tada! Ja, ihr seht, mein Hund hat zweimal den Kalender, was ja nichts macht. Ich bin nur ein bisschen unsicher mit dem, was da drin ist. Nur wobei, Rinderhaut, Reis, Zusatzstoffe. Diese Zusatzstoffe machen mir ein bisschen Gedanken. Zucker sehe ich jetzt erstmal nicht. Wir machen mal die Nummer 1 auf, Mensch, Schätzchen. Komm mal her. Ja, der hat jetzt nur sein Spielzeug im Kopf. Das ist doch noch eingepackt, oder bin ich bescheuert? Nee. Also Mucklis Kalender mache ich nicht jeden Tag vor der Kamera auf. Das mache ich jetzt, weil ich ein Video drehe. Aber ansonsten natürlich nicht, weil da ist immer das Gleiche drin. Hier diese Knochen. Mal gucken, ob er das isst. Und das ist halt das, was mir Sorge macht. Die Farbe ist so giftig, ne? Mensch, Kindersnee, ist das schwierig. Na gut. Komm mal her, willst du das essen? Es ist die Nummer 1 aus deinem Kalender. Willst du das? Mal gucken, ob er das spachtelt. Ja, das war mir klar. Ja, das macht er oft bei Knochen. Er ist jetzt auch gar nicht unbedingt so ein Oberknochen-Fan. Also seiner liegt da auch schon wieder seit Wochen. Keine Ahnung, vielleicht muss ich ihm mal einen Ultraknochen besorgen, den er frisst. Meistens spielt er erstmal, aber irgendwann knabbert er. Willst du den jetzt nicht? Ja, den wird er vielleicht nachher ein bisschen aufknabbern. So, Nicole, vielen Dank für die tollen Sachen für Mowgli. Ja, das sieht aber auch jetzt mal geil aus, wa? Das hat die Mami aber auch kacke gemacht. Hier haben wir dann gleich zwei Stück. Den anderen mache ich auch noch auf. Ah, der wird dann weggepackt. Und guck mal, hier hast du auch noch was. Das gebe ich dem Mowgli auch mal. Tidim. Guck mal. Ui, Teddy. Ui, Teddys mag er auch. Ne, der mag alles. Ui, guck mal. Guck, guck. Ja, guck, guck. Nimm mal. Nimm mal. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ui. Und jetzt macht er bestimmt gleich diesen Dinau. Jetzt weiß er gar nicht, mit wann er zuerst spielen soll. Ja, was denn? Du bist ein Honk, doch. Nochmal mach die Lampe mal in deine Richtung. Ja, zeig mal. Was hast du denn da? Hm? Moment mal. So, die Mami ist mal auf den Boden gegangen. Zeig mir dein Daddy. Ja, so sieht's hier aus, ne? So viel zum Knochen. Hier den Schuh und da ist ein Knochen. Das ist so, das liegt da auch noch ein. Guck mal, der von dem Kalender. Ui. Na doch ein bisschen knabbern? Ja? Von deinem Kalender. Ja, der will immer ein bisschen spielen, lieber, ne? Guck mal. Ja, zeig mal, Mami. Oh, guck mal. Ja, liebe Nicole, also du siehst, Mowgli freut sich über dein Spielzeug. Guck mal da, nimm mal den Bart. Ei! Hast du einen Bart? Jetzt muss er wieder ein neues Wort lernen, aber es lernt er immer ganz schnell. Ich benenne sein Spielzeug. Und der Bart ist dann halt der Bart.
ist denn dein Bad? Guck mal. Ach so, und übrigens mal, ne, wenn wir schon mal dabei sind, hier ist seine Spielzeugbox und die geht schon nicht mehr zu. Weil voll. Ja. Ohne Worte, ne? Aber ich sortiere mal ein bisschen aus. So, das war's. Vielen Dank, liebe Nicole, für deine süße Post. Mein Muggli freut sich. Wir werden erstmal eine Runde spielen, weil du siehst, er geiert. Tschüsschen!